Hallo meine Lieben, ja, willkommen zum neuen Video. Ich habe für euch heute einen Haul. Ich war spontan bei Action und ich dachte, ich drehe dazu mal einen Haul. Ich habe ein bisschen mehr gekauft, als was ich wollte. Und ich habe, wie soll es anders sein, Papier gekauft. Dieses ist jetzt sozusagen für euch Sonntag. Für mich ist es Samstag, denn ich drehe das jetzt vor, weil ich habe heute schon zwei Videos hochgeladen oder online gestellt und ich dachte, morgen kommt auch, glaube ich, zwei Videos? Ja, zwei. Und immerhin kommt sowieso jeden Tag jetzt ein Video. Ihr habt ja heute gesehen, heute ist ja die Challenge online gegangen. Meine erste. Meine allein Challenge. Und ja, deshalb werdet ihr in den nächsten Tagen ein bisschen mehr Content auf meinem Kanal sehen. Ja, das vorab an Informationen. Es wird mehr Content kommen. Und ja, ich habe ein bisschen was vorgedreht und habe auch ein paar Serien abgedreht. Und ich schnack jetzt nicht lange, dreh die Kamera und werde jetzt euch die Sachen zeigen. So. So, Position anders. Und ich fange mit dem Inspektor. Einen Moment. So. Ich habe mir Papier gekauft. Oh, ich mache euch einmal höher. Und zwar habe ich mit 30x30 Papier gekauft. Einmal den hier. Eigentlich war ja meine Challenge erstmal alles aufzubrauchen, aber naja, so ist das eben. Ja, den hier und an den konnte ich auch nicht vorbei. Ja, einmal das Blenden, weil ich ja vergessen die. Ja, an den konnte ich auch nicht vorbei. Dann habe ich mir das hier gekauft. Collod Cardboard. 24 Farben. 24 Sheets, das heißt, jede Farbe ist einmal und das sind 24 mal 34. Ja, eine ganz normale, normalen Cardstock eben halt. Dann habe ich unseren Kater. Er liebt die Dinger, also, und wir haben hier normalerweise diese Dosen und jetzt hatten sie diese Packung hier ein Angebot für 89 Cent. Durfte mit. War eine Wochenangebot. Dann habe ich mir Stencil mitgenommen. Und zwar diese Variante. Weil ich damit ein Projekt vorhabe. Seht ihr in den nächsten Monaten. Dann habe ich mir 10x Klebeband mitgenommen. Wegpacken. Davon 10 Stück.
möchte, dann habe ich mir Kratzbilder mitgenommen. Einmal in Silber und einmal in Bunt. Und doch weiß ich, die haben 1,99 gekostet. Dann, das habe ich noch nie gesehen, und zwar solche Blöcke. Da habe ich eigentlich alle Varianten mitgenommen, was ist da. Das war gleich einmal vorne dran. Einmal diese Variante. Diese Variante. Diese. Ich habe 5 Stück bekommen. Ich weiß nicht, ob da noch ein 6er gibt. Und diese Variante. Ja. Achso, das Video kommt morgen um 13 Uhr online. Ja. Ich kann euch mal alles sagen. Die Tasche, die hat 58 Cent gekostet. Der Kartenblock bunt, der 24 Blatt, also dieses 24x34, hat 1,95 gekostet. Dieses 30,5 hat beides 2,65 gekostet, die beiden. Jeweils ein. Magisches Malbuch hat, wie gesagt, 1,99 gekostet. Katzenfutter hat 89 Cent. Schneide-Embossing. Auch mal 10. Wenn ich wüsste, wo das jetzt ist. Das war noch gerade noch hier. Ich habe es noch gerade noch in der Hand. Einen Moment. Ich hab sie. Dann haben wir diese Herzen-Standschablonen mitgenommen. Die hat 2,45 gekostet. Dann habe ich mir diese Bänder mal mitgenommen. Naschen darf bei mir auch nicht fehlen. Zweimal Haribo waren ein Angebot. $0,86. Und zu guter Letzt diese Häkelborte selbstklebend. Ja, das war mein Einkauf. Ich hoffe, dass hat euch gefallen und wir sehen uns beim nächsten Video. Also bis dann. Ciao, ciao.